So, und ich hänge jetzt weiter bei The Evil Within 2. Ja, yep, ich habe ja gesagt, dass wir das jetzt mit Lily weitermachen. Munitionstechnisch sind wir jetzt gut dabei. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Mhm. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt unten auf Abonnieren. Daumen hoch, wäre richtig geil. Mhm. Okay. Weiter geht's, wie gesagt. Ich werde das mit Schleichen jetzt vielleicht... Ja, nicht vielleicht. Ich werde es zurückfahren, bisschen mehr... Rambo Snake. Mhm. So, das Uff. Lily war da. Genau, und danach können wir ins Besucherzentrum gehen. Mhm. Hier sind ja alle tot. Wollen wir nicht mehr darum kümmern. Mhm. Ist echt schön, wenn du weißt, durchrennen kannst. Keine Gefahr. Kein gar nichts. Es ist entspannend. Gut. Habe ich hier was übersehen? Nee. Nee, dann mach's einfach wieder zu, okay. Nee, nee, passt schon, passt schon. Auf! Ja, ja, es geht ja immer wieder so. Okay, nee, nee, passt schon, passt schon. Habe ich nichts übersehen. Mhm. Gegner? Alle weg. Warum? Weil ich sie gekillt habe. Muss auch mal sein. Na, hast du das Gefühl, wir müssen hier irgendwann nochmal zurück. Mhm. Da. Blub. Wir rennen irgendwann in unser Verderben. Wenn es blöd kommt. Gott sei Dank. Nein, nein, Schrotflinte. Mhm. Schrotflinte, Schrotflinte, Schrotflinte. Ach lol, da ist ja immer noch Schrotflintenmunition, glaube ich. Oder was? Na, Pistole war's. Von wem stammen die? Da ist jemand anders als Lily. Hüt! Ja, und ich. Ja, ich kann ja nicht aus dem Bereich raus. Nee, nee. Warte mal. Nee, das war ja. Das war nur Lilis Fußspuren. Aber kann ich theoretisch hier. Nee, ich kann hier nicht rein. Nein, nein, nein. Ich kann da nicht rein. Vielleicht nochmal untersuchen? Halt, nee, warte. Ja, das ist. Ja, ja. Das ist das da. Halt. Sie hat sich hier wohl versteckt. Unterm Auto. Nee, nicht unterm Auto. Irgendjemand hat sie gesucht. Und sie ist vorhin weggelaufen. Genau, hier rein. Lagerhaus sein. Kluges Mädchen. Da gibt es bestimmt viele gute Verstecke. Ach. Und deswegen kam da vielleicht nichts, als ich reingegangen bin. Ja, weil ich jetzt erst da rein muss. Vorher war ja da nichts. Ja, hier ist noch. Was war das gleich wieder? Schrotflinte. Hab ja noch genug. Ja, ja, vorher war hier noch nichts. Halt, halt. Mitnehmen. Ja, jetzt. Denk mal, wird hier eher was passieren, weil vorher war ja nichts. Da habe ich ja das mit Lily noch nicht getriggert. Lily? Siehst! Jetzt! Lily? Moment. Warte mal. Da lag doch mal einer. Wo ist er hin? Lily, das kam von oben. Wat? Ja, ich war letztens ein bisschen zu schnell mit dem Spielfortschritt. Kann ich theoretisch... Ja, jetzt geht es. Voll. Passt schon. Hier muss sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch.
Ja, man muss natürlich erstmal bestimmte Szenen triggern, damit man weiter kann. Ja. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Bestimmt geht's ihr gut. Ja, natürlich. Ich muss sie nur finden. Und ich werde ein paar killen dabei. Okay, da ist jemand in der Nähe. Wenn hier schon die abgetrennten Gliedmaßen liegen. Yep. Da ist einer. Ja, zur Abwechslung mal ein bisschen schleichen. Zur Abwechslung. Man muss nicht ohne dich was... Da willst du mal schleichen. Und dann... Nee. Außer mit dem Schleichen. Was liegt da? Pistolenmunition? Ich bin voll. Wieso bin ich Depp geschlichen, weißt? Okay, hätte ich das gewusst, dann wäre ich gar nicht geschlichen. Gar kann ich nicht hoch. Wobei, nee, nee, ich bleibe erstmal bei Pistolenmunition. Nice! Platsch. Das ist ein exzellenter Kopfschuss. Wir haben schon wieder einiges an Gel. Fällt mir gerade so auf. Aber zum Upgraden ist noch ein bisschen zu wenig. Mhm. Lilly! Die ist bestimmt hier nicht mehr drin. Mhm. Auf! Warte, 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 warte! Jetzt haben wir endlich mal ein hochwertiges Waffenteil. Mhm. Und eine Spritze, die ich gerade eh nicht verwenden kann. Hm. Toll. Aber die Sache ist halt, ich habe halt nur ein hochwertiges Waffenteil. Ja, und ich muss halt gut überlegen, was ich davon verbessere. 75 Waffenteile habe ich so. Ich meine, klar, ich könnte das hier freischalten, damit ich auf Warcraft 3 und 4 kann, was prinzipiell nicht blöd wäre. Aber da reichen mir eh die Waffenteile nicht aus. Schrofflinde, du, ganz ehrlich. Auf Feuerkraft weitergehen. Rentiert sich nicht. Wegen 5% und dann nochmal 5%. Die ist eh schon gut. Ich meine, ich könnte auf 130 gehen, aber... Oh, okay, warte, das kann ich machen. Rip. Rip. Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Munition, was ich gleichzeitig in der Waffe haben kann. Das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt habe ich eh keine Waffenteile mehr. Oder nur noch 5. Ja, das sieht schon mal besser aus. Was haben wir hier? Bericht Nummer 00654. Kerndislokation. 15:01. Seismatisches Triggerereignis an diesem Nachmittag. Systemüberprüfung brachte Abkopplung des Kerns zutage. Notfallteam für vorläufige Erkundung entsandt. Bericht kurz vor Kontaktabbruch an Mobius-Zentrale geschickt. 16:32 Uhr. Kern konnte nicht ausfindig gemacht werden. Geringfügige zeitliche Dislokation, jedoch kein größerer struktureller Schaden. Einwohner stellen erste Fragen per Telefon. 18:03 Uhr. Kern noch immer offline. Geringfügige Risse bilden sich im Bereich um das Rathaus. Einwohner bleiben noch ruhig, doch Unbehagen wächst. Verlust der Atmosphärenkontrolle. Temperatur fällt zunehmend. 23 Uhr. Erneutes seismisches Triggerereignis. Riss beim Rathaus nimmt kritisches Ausmaß an. Abtrennung steht unmittelbar bevor, wenn der Kern nicht wiederhergestellt wird. Mobius Alpha Team ist eingetroffen und unterstützt die Suche nach dem Kern. Das ist schief für das Alpha Team. Wo sind wir hier? Voll. Vielleicht sollte ich... Warte mal, geht das theoretisch? Verbesserung... Nee, da kann ich... Nee, nee. Das ist nur Reichweite, Ladezeit und dass ich halt mehr Schaden mache. Oder halt auf mehr Gegner den Effekt hab. Das wäre sogar... Ja, okay, das wäre so, dass es dann mehr Schaden verursacht. Also bis auf 4 könnte ich es erweitern, aber das wäre jetzt schon 3. Das wäre jetzt schon nicht so schlecht. Hm, toll. Auf... Man muss ja alles erkunden. Habe ich gerade eine Tür gehört? Da ist die Puppe von Lily. Ah, Moment.
Volle Munition. Noch eine Puppe? Aber wo ist Lily? Wo ist sie nicht? Sehr gutes Versteck. Aber ist es letztendlich er? Jetzt kommt er gleich. Ich wusste es. Er hat sie. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. O'Neill. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lily finden will. Mhm. O'Neill, Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist, ausgerechnet jetzt. Vielleicht funktioniert es draußen. Also müssen wir wieder zurück zu O'Neill. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Wie? Das Schießpulver hier. Das nehmen wir mit. Mhm. Komm, jetzt einfach so wieder zurückgehen. Ohne Probleme. Mhm. Pop. Nur zur Sicherheit. Was ist jetzt los? Was? Ich sollte dem Ganzen folgen. Oh Jesus, oh Jesus. Ich traue dem Ganzen nicht. Was? Das ist auch da. Was ist da hinten? Okay. Hinter mir ist nichts. Passt. Da kann schon nichts passieren. Der nächste vom Alpha-Team? Nein, ich bring dich hier raus. Ich merk's, du bringst mich hier raus. Etwas sagt mir, ich sollte hier raus. Und schnell. Was lächelt für mich? Da bist du ja. Aber wo ist Lily? Er darf nicht nochmal entkommen. Wenn der mich sieht, bin ich tot. Sofort. Aber warte mal, da war er noch. Warte mal. Oder war es draußen? Kurz mal auf die Karte schauen.
Geh nach draußen, kontaktiere O'Neill. Oder kontaktiere so rum, ja. Aber das hier weißt. Nee, da komme ich glaube ich gar nicht hin. Egal. Das Problem ist, er darf mich nicht sehen. Bin gleich weg vom Fenster. Hey, sieh da! Das Mädchen. Wo ist es? Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Na, da ist es. Die 1000 Gelviecher. Scheiße. Awesome. Nein, nicht so. 1000 Gel. Jedes Mal. Da ist noch eins. Perfekt, da habe ich gleich... Nee, nicht beide getroffen. Jetzt. Sei nicht so widerspenstig. Ich will die 1000 Gel. Aha. Oder Waffenteile. Mist, wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? Kein... O'Neill, Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay, bin unterwegs. Ich vermute, dann kommen wir in Kapitel 4. Vermute mal. Ich weiß alles noch. Was nur 700 geht. Ach nö. Oh nö, sag jetzt nicht. Respawn. Na, große Klasse. Ich meine nicht. Naja, Schrupflente ist jetzt wieder ein bisschen mau. Aber hier liegt ja noch was. Perfekt. Alles mitnehmen. Weil es ist wieder überbevölkert. Aber ich schaue erstmal, dass ich glaube ich zum Speichern komme. Da ist Schrupfen mit Munition. Ja, das ist alles wieder voll mit Viechern. Also ich kann mich jetzt nicht mehr so frei bewegen wie vorher. Also ich kann jetzt nicht so frei mich bewegen wie der da. Das geht nicht. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich da zurückrenne. Aber ich wollte das mit dem Besucherzentrum auch noch machen. Wollte ich... ursprünglich auch machen. Ich muss praktisch zu O'Neill zurück. Da ist auch zum Speichern. Aber was war da gleich wieder? Nur Pistolenmunition. Aber das Schöne ist, warte mal, was ist da hinten so? Ich meine, das ist eine komische Giftvieh da. Das kann ich mit dem Scharfschützengewehr ziemlich gut erlegen. Weil es war irgendwie... da hinten auf einmal weg, obwohl ich es eigentlich erschießen wollte, aber keine Ahnung, was da jetzt passiert ist mit dem Vieh. Aber ich würde sagen, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Break und zu O'Neill gehen wir in der nächsten Aufnahme zurück. Ja, dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.